Also, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier bei euch sein darf. Genau, mein Name ist Friedrich Hagut, ich bin CEO und Co-Founder von Body Change. Body Change ist Deutschlands größte Abnehmen-Online-Community. Wir haben über 350.000 Kunden, über 1,6 Millionen Freemium-Member und arbeiten mit Partnern zusammen wie Detlef die Soest, Daniela Katzenberger, Wladimir Klitschko. Und ich möchte euch heute mal auf die Reise mitnehmen, auf die Body Change Reise. Und euch die Geschichte erzählen, wie wir in diesen letzten 4 Jahren mit 30.000 Euro Eigenkapital, so sind wir gestartet, meine Co-Founder und ich, bis jetzt zum Exit an Ströer vor 2 Monaten, was uns auf diesem Weg alles widerfahren ist. So, jetzt versuche ich das mal zu klicken hier. Wo muss ich drauf? Hervorragend. Ich möchte dabei ein bisschen den Fokus, also wir haben in den letzten 4 Jahren viel richtig und auch ganz viel falsch gemacht und ich würde eigentlich euch gerne ein bisschen mitgeben, was so unsere größten Learnings und Fehler auch waren, weil man an denen im Prinzip auch am meisten gewachsen ist. Ja. Wie ist alles begonnen und wie hat alles begonnen und was ist das Allerwichtigste, wenn man irgendwas startet? Du brauchst eine Vision, du musst wirklich wissen, was willst du machen und wie willst du im Prinzip ein Problem lösen? Und unsere Vision war ganz klar, wir wollten nachhaltig das Leben von den Menschen da draußen verändern. Und genau so sind wir gestartet. Das zweite Thema, was unglaublich wichtig ist, du brauchst ein bärenstarkes Produkt. Wenn du kein starkes Produkt hast, dann wirst du dich, egal wie groß deine Vision ist, nie durchsetzen. Unser Produkt ist 80, 20, 100. 80% Ernährung, 20% Sport, 100% Motivation. So teilt sich das auf. Also leider Gottes ist ein großer Teil Ernährung. Ich war auch unglaublich dick, bevor ich das gestartet habe. Also hat auch bei mir funktioniert. Das dritte Thema, was wir mitgenommen haben, ist, du musst unglaublich kreativ sein. Wir standen vor einer riesigen Herausforderung, als wir uns dann Ende 2011 zusammengetan haben im Gründerteam und gesagt haben, lass uns starten. Wir hatten diese Vision, wir hatten auch ein gutes Produkt, aber wir hatten überhaupt kein Geld. Wir hatten genauer gesagt 30.000 Euro Eigenkapital und haben jetzt überlegt, okay, wie kann man damit irgendwas starten? Sind dann auf Detlef die Soest zugegangen, den ich kannte aus meiner Popstars-Zeit, der auch immer schon sagte, ha, ein bisschen abnehmen, das wäre so ein bisschen mein Thema. Und dann haben wir ihn das Programm machen lassen und er hat damit 26 Kilo abgenommen. Und dann haben wir gesagt, Mann, wenn du damit abnehmen kannst, können das andere auch. Dann haben wir Stefan Raab angerufen und haben gesagt, können wir den Detlef vorbeischicken? Der hat total abgenommen. Dann hat er gesagt, ja, schick mal vorbei. Und haben gesagt, shit, jetzt sind das ja die Zuschauer von TV Total, da brauchen wir ja irgendeinen Claim, den die sich merken können, weil das hieß am Anfang bei uns 10 Weeks Body Change. Das merkt sich ja kein TV Total Zuschauer. Und dann war am Donnerstag TV Total und am Mittwoch haben wir ein Brainstorming gemacht und haben gesagt, I make you sexy, das könnte eigentlich funktionieren. Und dann hat Detlef mich gefragt, du sag mal, was soll ich sagen? Ich habe so 6, 7 Minuten, was soll ich sagen? Sage ich, ganz egal, einfach so häufig wie möglich in die Kamera, imakeyousexy.com. Und dann kam er die Bühne runter und Stefan meinte, du siehst ja Hammer aus, Detlef. imakeyousexy.com, hat er 7 Mal gesagt. Server sind gecrashed. Genau, und wir haben mit 30.000 Euro gestartet und hatten dann nach 10 Tagen über 200.000 Euro Umsatz. Das hat funktioniert. Was ganz wichtig war, das war der nächste Schritt, wir haben dann die ersten Monate alles, was wir an Umsatz gemacht haben, wieder reinvestiert in Online-Marketing und standen dann da und haben gemerkt, so, wir müssen jetzt den nächsten Schritt gehen. Wir hatten etwa 1 Million Euro, das war im Juni 2012 und haben dann gesagt, okay, jetzt haben wir 2 Chancen, entweder das läuft irgendwie so aus oder wir gehen volles Risiko. Ja? Und dieses Thema volles Risiko haben wir dahingehend gemacht, wir haben diese 1 Million Euro genommen, sind zu ProSiebenSat.1 gegangen und haben gesagt, alles auf Fernsehen. Und dann haben die gesagt, ja, ihr spinnt, aber okay, wenn ihr meint. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir alles auf Fernsehen setzen, dann muss zumindest der Spot, den wir machen, der muss kreativ sein. Der muss irgendwie anders sein, als was man sonst im Fernsehen sieht. Und dann ist das bei rausgekommen. Du möchtest abnehmen, ohne zu hungern. Mit dem 10 Weeks Body Change Programm habe ich ein Ernährungsprogramm entwickelt, mit dem du deine Ziele erreichst. Ich selbst habe mit dem 10 Weeks Body Change Programm in 10 Wochen 20 Kilo abgenommen. Bereits Tausende machen erfolgreich mit. imakeyousexy.com. So, das Ding hat uns 6.000 Euro gekostet, sieht scheiße aus, aber hat unglaublich konvertiert.
Und wir zeigen den auch heute noch. Und der war anders damals und das war auch so wichtig zwischen der ganzen Wella-Werbung. Diese Millionen haben wir in TV investiert, die ersten 600 haben super funktioniert. Und dann haben wir total unterschätzt, shit, im Oktober, November, Dezember will kein Mensch ein 10-Wochen-Programm anfangen. Also das, wir haben auch da Lehrgeld gezahlt, aber es war dennoch der richtige Schritt. Nächstes Thema ist fleißig, fleißig, fleißig sein. Wir waren dann 2013, wir hatten, ich glaube, 80 oder 90.000 Units verkauft von diesem 79-Euro-Programm. Aber wir hatten Angst, dass es nur ein Strohfeuer ist. Wir dachten, okay, der Soße, den haben wir jetzt durchs Dorf gescheucht. Weil vielleicht will das keiner Sau mehr kaufen. Also haben wir nachgedacht, 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 was können wir machen? Und haben dann gesagt, lass uns ein Abo einführen. Lass uns versuchen, aus diesem 10-Wochen-Programm ein Abo-Modell zu machen. Und es ist uns gelungen, die Leute sind ins Abo konvertiert. Also auch da nicht ausruhen, irgendwie zu sagen, hey geil, wir haben jetzt irgendwie 6 Millionen Umsatz gemacht. Was ist das nächste, was ist der nächste Schritt? Dann sind wir größenwahnsinnig geworden. Dann haben wir gesagt, okay, geil, was in Deutschland mit dem Soest funktioniert, das funktioniert auch in Amerika, das funktioniert auch in Brasilien, das funktioniert auch in Polen. Zack, ich in den Flieger gesprungen, ich war in meinem Leben nicht in Brasilien und in dem Jahr war ich 16 Mal da. Also ich kenne jetzt Brasilien gut und das war ein Fehler. Wir haben, und das ist das nächste Learning eigentlich, internationalisiere erst, wenn du deinen Heimatmarkt beherrschst und suche nicht den Erfolg oder das Glück oder was auch immer im Ausland. Ja? Beherrsche deinen Heimatmarkt und gehe dann ins Ausland. Also, das, genau, gefloppt. Nächstes Thema ist, daheim ist am schönsten, habe ich da hingeschrieben. Und der Überbegriff ist eigentlich, das Learning daraus ist, Fokus, Fokus, Fokus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wir befinden uns jetzt im Jahr 2014, wie viele abgehalftete Celebrities auf uns zugekommen sind und irgendwas mit uns machen wollten. Und da ist die Ablenkung natürlich schon groß, links und rechts, mach mal hier was, mach mal da was. Nicht machen, nicht machen, nicht machen. Nimm dein Kernprodukt, von dem du weißt, dass das stark ist und versuch das auszubauen. Was wir gemacht haben in 2014, wir haben gemerkt, die Leute wollen nicht nur online abnehmen, die wollen auch Produkte haben. Wir haben ein E-Commerce-Geschäft aufgebaut, was unglaublich gewachsen ist. Die Leute können bei uns Shakes kaufen, Matten kaufen, alles, was sie brauchen, im Grunde genommen, um abzunehmen. Krankenkassen haben wir angesprochen, wir arbeiten jetzt mit großen deutschen Krankenkassen, also wirklich dieser Fokus auf ein Thema. Wir haben die Marke erweitert, das kann man, je nachdem, ob man gar keinen Sport mag, ein bisschen Sport macht, aber viel Sport macht, alles rund um die Body Change Welt. Und das Thema Fokus ist unglaublich wichtig. Und der nächste Punkt, den ich so mitgenommen habe, ist, sei nicht eitel bzw. zu sehr von dir überzeugt, sondern wenn du spürst, dass du in Momenten deiner unternehmerischen Tätigkeit dich verstärken musst, also Partner ab, dann fucking Partner ab. Als wir am Tag 1 da standen, wussten wir, uns kennt keiner so, uns will keiner so. Also sind wir auf Soest zugegangen, haben gesagt, Detlef, deine Karriere, ein Desaster, wir, eine riesige Chance, schau mal, Excel, so. Bad News, wir haben jetzt kein Geld, Good News ist, wenn wir es zusammen machen, wirst du Millionär. Und der hat sich im Nachhinein hat gesagt, Friedrich, ich hätte mich schon über 200.000 gefreut. Aber am Ende hat es tatsächlich für alle funktioniert. Aber wir wussten, ohne Soest würden wir es nicht schaffen. Jetzt, vor 2 Monaten, sind wir mit Ströer zusammengegangen. Die haben 52% übernommen. Warum machen wir das? Weil wir daran glauben, dass wir gemeinsam mit diesem reichweitenstarken Partner, mit Plakaten und so weiter, diesen nächsten Schritt hin zu einer Marke, zu einer Brand, die eben weg von I Make You Sexy und hin zu Body Changes, dass wir die gemeinsam mit Ströer schaffen. Also Partner up, if you can. Ja? Und das war's. Ja, aber ich habe natürlich, also ich könnte noch was erzählen. Wartet mal, ich hab nur B-Seite. Was sagst du? Sehr gute Bewertung. Sehr gute Bewertung. Ich habe noch 2 Sachen aufgeschrieben. Die erste Sache, die ich aufgeschrieben habe, ist, ich hatte viele Freunde, die nach dem Exit gesagt haben, Maifrede, du hattest wieder Glück. Das ist ja unglaublich, was für ein Glück du hattest. Ja? Und die Antwort darauf ist eigentlich super simpel. Du brauchst 3 Sachen, damit du erfolgreich sein kannst. Das erste ist, du brauchst ein bombenstarkes Team. Das muss ich an der Stelle mal sagen. 5 Leute waren wir, 3 ehemalige Leistungssportler, Olympioniken. Fuck, die Typen durchtrainiert und wissenschaftlich hoch drauf. Das heißt, die haben das Programm wirklich entwickelt. Ein Online-Marketing-Freak und dann halt so ein Medientypen wie mich. Das war ein Team, was zusammengepasst hat. Und das konnte so ein Produkt auch wirklich bauen und exekutieren. Das zweite Thema ist Zeit, Timing, Timing, Timing. Ich habe wirklich gespürt, meine Oma hat immer gesagt, das kann nicht fliegen. Es gibt die Brigitte-Diät, es gibt Weight Watchers, das kann nicht funktionieren.
dann haben wir 26 Sales über Bild.de gemacht, am Montag vor TV Total. Da habe ich sie angerufen, Oma, 26 Verkäufe über Bild.de. Hat sie gesagt, Friedrich, das waren alles deine Freunde. Bestimmt nicht. Nach TV Total. So, das heißt, und dann als das so geflogen ist, so schnell, da habe ich wirklich für mich mitgenommen, es gibt nichts Stärkeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Also Timing ist nun mal crucial. Und das Dritte ist, du brauchst ein gutes Modell. Ja? Und das war damals fucking state of the art. Online Menschen dabei zu betreuen, abzunehmen, das gab es noch nicht. Und in dieser Konstellation kann es funktionieren. Und der Rest ist nur Glück und Fleiß, 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 Fleiß. Jesus, ich hätte gedacht, dass ich total drüber liege. Okay, ja?